Bei den Glaubenspolaritäten wird es ähnlich sein wie beim Tetralemma, dass man unterscheiden kann zwischen einem übergeordneten Prinzip, also dem, was wir mit dem Tetralemma Arbeit und Glaubenspolaritäten Arbeit bezeichnen, und einem Schema, auf dem dieses übergeordnete Prinzip, diese übergeordnete Arbeit beruht, also was wir dann das Glaubenspolaritäten-Schema nennen, so wie ihr jetzt beim Tetralemma wisst, dass das Schema eine gewisse, man könnte sagen, Standardform hat, aber selten genau in dieser Standardform angewendet wird. Also man hat zum Beispiel dieses erste, zweite, dritte, vierte und fünfte Position, aber es ist ziemlich selten, dass der Fokus wirklich von der ersten, zweiten, dritten, vierten zur fünften geht oder so und dann bei einer neuen ersten landet. Das heißt, dieser Standardablauf, der ist zwar in der logischen Struktur drin, aber die logische Struktur ist sowas Ähnliches wie eine Führungslinie in einem Museum. Und jedenfalls, so wie ich Museen ansehe, weigere ich mich immer ziemlich strikt, mich an diese vorgesehenen Reihenfolgen der Besichtigung zu halten. Und die Kontextüberlagerungen beim Tetralemma sind ja sehr praktisch, nicht? Die nannten wir manchmal das automatische Suchsystem. So wie, wenn Leute jetzt aus einer anderen Form kommen, zum Beispiel Familienstellen machen, dann fragen sie ja sehr häufig, also mit wem eine Identifikation, in Anführungszeichen, den Begriff verwenden wir ja aus guten Gründen nicht, aber mit wem eine Verstrickung, wo es eine tiefe Loyalität gibt, wer ausgeschlossen war und so weiter. Die Fragen finden wir ja auch interessant. Aber die Sicht und den Umgang mit den Kontextüberlagerungen, die ist bei uns ein bisschen anders, weil wir zum Beispiel nicht davon ausgehen würden, dass die Arbeit tiefer und wesentlicher wird, wenn man genau weiß, um welche Person es geht. Da nur die Anordnung des Schemas interessiert, ist auch uninteressant, ob ich das ganze Schema habe oder ob ich einen Teil des Schemas betrachte, solange ich von den Farben absehe. Wenn ich jetzt die Farben dazu nehme, dann habe ich die didaktischen Betonungen. Da habe ich hier die Betonung des Erkenntnispols, hier die Betonung des Liebespols und hier die Betonung des Ordnungspols. Und jetzt kann man das auffassen wie drei Türen, durch die man in denselben Raum treten kann. Gut, also dann die Ordnung. Wer jemand für die Abgrenzung, Ordnung? Abgrenzung, Ordnung. Abgrenzung, Ordnung, gut. Abgrenzung, Ordnung. Wen bittest du dafür? Gut. Meinst du jetzt Lustes? Gut. Ja, und dann könnten wir beginnen mit der Aufstellung und du gehst zuerst hinter den Pol des Vertrauens. Und dieser dritte Pol, den wird weggelassen? Ja, der ist immer da, nicht? Okay. Nur wir fangen jetzt einfach mal damit an. Das ist ein bisschen so, wenn man das mütterliche System stellt, behauptet man ja nicht, es gäbe das väterliche nicht. Und wenn man das System der Ordnung stellt, dann sagt man nicht, dass man es die Erkenntnis nicht gäbe. Wir schauen einfach einen Teil an. Du berührst die Schultern der Repräsentantin. Ich bin der Fokus. Und ich würde vorschlagen, du bist der Fokus. Ja, ich würde vorschlagen, fang mit dem Vertrauen an. Also nicht mit dem Fokus. Ja, das ist wie beim Tetralemma, wo man erst erste, zweite, dritte, vierte stellt und dann den Fokus. Und hier stellen wir erst, man könnte sagen, das Territorium und dann die Einwohner. Und das Dreieck bildet das Territorium und dann kommt der Fokus sozusagen als Einwohner.